Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei unserer ersten Runde der Regionen zum Thema Wahlfreiheit, Fakt oder Fake. Mein Name ist Maria Jelenko-Benedikt, ich bin Chefredakteurin der Regionalmedien Austria und ich darf ganz herzlich unsere Gäste heute hier begrüßen. Ganz kurze Vorstellung, wir haben hier unsere Frauenministerin Dr. Susanne Raab aus Oberösterreich. Frau Dr. Raab hat Rechtswissenschaften und Psychologie studiert und war im Innenministerium Referentin für Asyl- und Fremdenrecht und hat auch im Institut für öffentliches Recht in Salzburg gearbeitet. Frau Dr. Sabine Herlitschka, ursprünglich aus Salzburg, lebt aber auch in Wien und in Kärnten, Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung seit heuer, Vorstandsvorsitzende bei Infineon, Mitglied des Österreichischen Rats für Forschung und Technologieentwicklung und auch Mitglied im Senat der Fraunhofer Gesellschaft. Frau Dr. Katharina Mader, sie ist aus Wien. Sie ist am Institut für heterodoxe Ökonomie, Volkswirtschaftsinstitut, hat mehrere Auszeichnungen bekommen, darunter den Wiener Frauenpreis. Und neben mir Frau Dr. Sophie Kamersin, Markt- und Meinungsforscherin und Geschäftsführerin Institut Kamersin Research und Identity. Leider abgesagt hat heute die Frau Gerlinde Leier-Gieske. Sie ist krankheitshalber leider verhindert. Sie hat in mehreren führenden Positionen gearbeitet, ist Vorstandsvorsitzende vom Zukunft Frauen Alumni Club und ist auch jetzt Geschäftsführerin von Inamera. Da geht es um digitale Kompetenzen vermitteln. Es geht darum, Gleichstellung von Frauen zu erwirken. Es geht auch um die Förderung von Diversitäten in Unternehmen. Also ein sehr interessantes Institut. 2700 Personen in Österreich wurden befragt. Das ist eine große repräsentative Stichprobe. Also alles hier Gesagte ist jedenfalls sehr gut fundiert und darüber lässt sich leider gar nicht diskutieren, sondern nur über die Konsequenzen. Also was haben wir herausgefunden? Zum einen haben wir einige Statements abgefragt und die Bevölkerung in Österreich gebeten, hier Stellung zu nehmen, ob diese Aussagen zutreffen. Und es geht im Wesentlichen um ein paar Aspekte rund um Stereotype oder auch Gleichberechtigungsfragen. Und hier allen voran geht es um die Frage der Rahmenbedingungen. Und hier ist eindeutig, nämlich von 72% in der Bevölkerung, sowohl Männer als auch Frauen, die uns sagen, mangelnde Rahmenbedingungen behindern Frauen in ihrem beruflichen Fortkommen. Also das ist einmal Punkt 1. Punkt 2 hängt damit zusammen, ist die Feststellung aus der Sicht der Bevölkerung, dass Frauen in vielen Bereichen mehr leisten müssen als Männer. Das sagen uns 72% in der Bevölkerung. Also diese Wahrnehmung, dass Frauen mehr Input leisten müssen, um beruflich dasselbe zu erreichen, ist fast von 3/4 in der Bevölkerung so unterstützt und bestätigt. Zum Dritten sehen wir, dass die gläserne Decke immer noch existent ist. Das sagen uns nämlich auch Männer und Frauen zu über 60%. Und weiters, dass Frauen ihre eigenen Leistungen unterschätzen. Also auch über 50%, Frauen noch mehr als Männer, sagen uns, Frauen unterschätzen ihre Leistungen und ihre Fähigkeiten. Ja, was die Gleichberechtigung betrifft, glaube ich, ist es keine Überraschung, wenn auch die Bevölkerung sieht, zu rund 70%, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind in vielen Lebensbereichen. Also die Mehrheit sagt uns, da gibt es noch sehr wohl gravierende Unterschiede und sowohl Männer als auch Frauen sagen uns das. Und abschließend, rund 60% sagen uns, Frauen haben eben nicht die Wahlfreiheit, die echte Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie und Job und Karriere oder anderen Interessen, weil eben die Wahlfreiheit nicht tatsächlich in vollem Ausmaß gegeben ist.
Also rundherum, glaube ich, noch ein Bündel an Möglichkeiten, etwas in Österreich zu entwickeln und hier eine Situation darzustellen, die es Frauen besser ermöglicht, unter besseren Rahmenbedingungen ihre beruflichen Ambitionen, ihre hohe Ausbildung, ihre Interessen, was immer es sein soll, einzubringen und mit vielleicht etwas weniger Ressourcen und Aufwand auch bewerkstelligen zu können. Weil, und das ist auch schon das Abschlussstatement, weil auf der anderen Seite sagen uns sogar 66% in ihrer Einschätzung, dass ein ausgewogener Anteil zwischen Männern und Frauen in den Unternehmen ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht und das letztendlich auch ein Erfolgsschlüssel wäre, Männer und Frauen in allen Positionen und Hierarchiestufen zu nutzen. Sehr spannende Ergebnisse und gute Zusammenfassung, auch nichts Neues. Ja. Rahmenbedingungen sind natürlich ein wichtiges Thema. Mhm. Zuallererst Kinderbetreuungsplätze. Mhm. Für uns als Unternehmen, wir haben unser Österreich-Headquarter in Kärnten, in Villach. Das war genau der Grund, warum wir vor ein paar Jahren einen eigenen Kindergarten, internationalen Kindergarten eingerichtet haben. Auch mit einem anderen pädagogischen Konzept, nämlich mit einem Fokus auf Naturwissenschaften und Technik und mit einem Ansatz, wo man die Kinder motiviert, die Fragen zu stellen. Mhm. Und dann ausgehend von den Interessen, die man geweckt hat, dann halt die Inhalte anzupassen. Mhm. Der zweite Punkt, der mir aber auch wichtig ist, die Selbstermächtigung der jungen Frauen, die vor der Berufswahl oder Ausbildungswahl stehen und dann auch im Berufsleben. Ich glaube, wir sollten uns nicht nur auf die Rahmenbedingungen konzentrieren, sondern auch darauf, dass jeder Mann und Frau auch viel von seinem Leben selbst in der Hand hat. Aber wie schaffen wir das, den Mut zu wecken? Ausprobieren. Ermutigen, aber auch ausprobieren, Möglichkeiten schaffen, dass man was ausprobieren kann. Okay. Je mehr man ein geschütztes Umfeld aufbaut, umso mehr steigt die Angst. Die beste Möglichkeit gegen die Angst ist ja sozusagen ausprobieren lassen, in einem überschaubaren Umfeld Möglichkeiten zum Experimentieren zu schaffen. Tatsächlich geht es bei unserem Institut darum, alternative, kritische, andere Ansätze auf Ökonomie und Lösungsansätze auch zu finden. Also, und wir haben ja eine Studie jetzt während Corona gemacht und nachgefragt, was hat denn dieses Homeoffice, die Kurzarbeit, aber auch die Arbeitslosigkeit mit der Verteilung von unbezahlter Arbeit in eigenen Haushalten gemacht. Und die Idee war ja oder wäre ja gewesen, okay, jetzt sind die Männer zu Hause, jetzt werden sie es übernehmen. Das war nicht so. Ja. Und ich denke, das ist der Anknüpfungspunkt auch an die Rahmenbedingungen zum einen, aber zum anderen auch dieses, was ich selber verändern kann, weil was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade bei den Rollenvorstellungen und gerade bei den Rollenzuschreibungen ganz viel nicht sehen. Mhm. Weder was im eigenen Haushalt passiert, noch was wir uns eigentlich nehmen und geben lassen an Rollenzuschreibungen. Ja. Weil wir haben tatsächlich dann auch abgefragt, also abgesehen davon, dass wir abgefragt haben, wie viel Zeit die Leute am Tag für bezahlte und unbezahlte Arbeit verwendet haben und einen massiven Unterschied zwischen Männern und Frauen gesehen haben. Aber der war immer schon da. Der war immer schon da, genau, das ist der Punkt. Wir haben auch abgefragt, wer war denn vor Corona zuständig für diese Arbeiten und wer ist es während der Krise? Und da sind wir drauf gekommen, dass die Zahlen gleich geblieben sind. Also wir haben eine 75-prozentige Teilzeitquote bei Müttern mit Kindern unter 15. Unter 15, genau. Ja. Ja, also das sind nicht die nicht kleinen unter drei. Kinder. Nein. Das ist die Kinderbetreuung am Anfang, aber das sind auch Ganztagsschulen, Nachmittagsbetreuungen, wenn die Kinder in der Volksschule sind zum Beispiel. Wir haben ganz massive Unterschiede insgesamt zwischen den Erwerbsquoten von Müttern und von Vätern. Während Mütter nicht einmal 70% erwerbstätig sind, sind es Väter zu 93%. Das ist mehr als die Männer insgesamt. Also das heißt, wir haben gerade bei dem Zeitpunkt, wo Kinder in einen Haushalt kommen, verschärfen sich die Ungleichheiten und verschärfen sich die Schieflagen und es wird traditionell, ganz genau. Zum einen ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo wir als Politik einen starken Auftrag haben. Ja.
Rahmenbedingungen zu stärken und zu schaffen. Und deshalb danke ich auch einfach für die Studie, weil sie ist ein starker Auftrag für uns, indem wir sehen, wir brauchen einfach mehr Mittel und Möglichkeiten, an der Kinderbetreuung zu arbeiten, dass wir mehr Möglichkeiten für die Kinderbetreuung haben. Ich sehe das selbst, ich bin auch vom Land, da geht es nicht nur darum, dass man einen Kinderbetreuungsplatz hat, sondern die Kinderbetreuung ist dann meistens um 3 vorbei. Also hat man zwar einen Kinderbetreuungsplatz, aber also ja, bringt in Wahrheit auch nicht unbedingt was, wenn ich dann um 1 Uhr wieder meine Sachen packen muss, um von Wien nach Niederösterreich zu fahren und dort dann mein Kind abzuholen. Also es braucht sowohl mehr Plätze, aber es braucht auch eine Flexibilisierung. Dementsprechend haben wir auch das gemeinsame Bekenntnis im Regierungsprogramm, dass wir die Bundesländer dabei unterstützen, die Plätze auszubauen. Und dann, also abseits von solchen Rahmenbedingungen, glaube ich, braucht es einfach die Stärkung von Mädchen und Frauen in allen Alters- und Lebenslagen. Und ich glaube, das funktioniert ganz viel über das, was Sie auch gesagt haben, übers Ausprobieren, übers Stärken von Möglichkeiten, das Ermöglichen von Chancen, dass einfach Mädchen sehen, es gibt nicht nur den klassischen Friseurinnenberuf, sondern es gibt eben auch besser bezahlte Branchen, auf das muss man auch hinweisen. Ja, es sollte nicht immer nur um die Eignung gehen und um das Interesse gehen. Und ich glaube, man muss Mädchen vermitteln, wenn du diesen Lebensweg einschlägst, dann wirst du am Ende des Tages so viel verdienen. Und wenn du diesen Lebensweg einschlägst, dann so viel. Also ich glaube, auch mit Selbstbewusstsein über Finanzielles zu reden, weil das sind auch Chancen und Möglichkeiten für Mädchen. Ich glaube, es braucht Vorbilder. Mhm. Also ich merke immer, wenn ich in den Schulen bin, dass es gut funktioniert, wenn man mit Vorbildern arbeitet, wenn man mit der ersten Bundeskanzlerin der Republik in eine Schule geht, wenn man mit der ersten Generälin im Bundesheer in einer Schule geht, wenn es Beispiele gibt, wie die erste Teamchefin im österreichischen Fußball, die Irene Fuhrmann. Also da gibt es ganz tolle Frauen, die in Männerdomänen auch viel erreicht haben. Und diese Frauen vor den Vorhang zu holen, das halte ich auch für einen Auftrag und für eine Aufgabe der Politik. Mhm, und absolut, die sozusagen zu den Mädchen zu bringen. Handfestesten Tipp ist ja, der, grundsätzlich das zu wiederholen, was die Kolleginnen sagen. Weil dann werden ja, Frauen nämlich gehört. Gut. Mhm. Wenn mehrere Frauen das Gleiche wiederholen, wird auf einmal sichtbar, was eine andere Frau gesagt hat. Das bei uns funktioniert bei uns blendend. Aha. Also Frauenallianzen bilden. Frauenallianzen. Also ich denke, das ist das Um und Auf. Solidarität gut, unter den Frauen und Allianzen bilden, Banden bilden, wie es die Astrid Lindgren gesagt hätte. Also das ist das Um und Auf tatsächlich und funktioniert auch. Ein wichtiger Teil meiner Aufgabe ist es, Fraueninteressen in unterschiedlichen Bereichen zu vertreten, im Bildungsbereich, ne, beim Bildungsminister, bei der Justizministerin, beim Innenminister, und dementsprechend ist man da auch stärker, wenn man gemeinsam ein Interesse verfolgt. Ja, ja, und gleichzeitig auch hartnäckig sein. Genau. Ja. Draufbleiben. Ja. Ja, bei Männern heißt die gleiche Fähigkeit dann mitunter Hartnäckigkeit, bei Frauen ist es lästig, ja, aber egal. Ja, einfach, wenn man sich überlegt ja, hat und wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Idee hat, dann einfach dranbleiben. Jetzt bittet die Frau Gerlinde Leier, die leider nicht bei uns sein kann, aber sie hat uns sehr viel Material und Gedanken ja, auf den Weg geschickt. Also, Ihrer Meinung nach sind die Ergebnisse der Studie, also spiegeln in mehreren Punkten Ihre Erfahrungen über die letzten aha, 25 Jahre okay, wieder. Also eigentlich eine traurige Reflexion. Und sie meint, dass Frauen im Job per se vielleicht gar nicht so viel mehr leisten müssen. Aber sie kommen dadurch, dass sie im Haushalt und durch die Familienorganisation und Kinderbetreuung und so weiter auch noch angehängt sind, leisten sie dann anteilmäßig viel mehr als Männer, die sozusagen eigentlich nur ihren Job erfüllen und anteilmäßig auch weniger, um ihre Karriere zu fördern. Also Stichwort ja, Bande, ja, das funktioniert bei Frauen oft gar nicht, weil sie die Zeit nicht haben. Also die arbeiten untertags, mhm, wenn sie berufstätig sind, und dann holen sie die Kinder vom Hort ab und dann holen sie die Kinder vom Kindergarten ab und dann hetzen sie vielleicht noch zum Arzt und was auch immer, und dann machen sie die Aufgaben. Und dann am Abend legen sie die Kinder ins Bett. Wo sollen sie denn die Netzwerke bilden? Also das ist jetzt hier ja, mehrmals vorgekommen. Ich zitiere jetzt, dass sie sagt, in einigen Fällen hat dann doch das zeitaufwendig erarbeitete Old Boys Network bei den Männern den Ausschlag gegeben, um männlichen Kollegen
zu einer schnelleren Karriere als den zumindest gleich gut qualifizierten weiblichen Kollegen zu verhelfen. Und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich sage auch immer, ja, liebe Frauen, bildet Netzwerke, schaut, dass ihr euch gegenseitig auch helft und redet mit einer Stimme. Ich finde das einen sehr guten Tipp. Aber dann wirklich diese Stammtischnetzwerke zu bilden, da braucht man Zeit dafür. Und das ist halt oft das Problem, dass dann letztendlich dieses Halbe-Halbe eben nicht so verwirklicht wird, dass dann wirklich der Mann die Kinder abholt vom, oder zum Arzt bringt oder was auch immer. Und bei Bürgermeisterinnen haben wir einen sehr niedrigen Anteil. Und ich frage immer, warum, auch wenn ich in den Regionen bin. Und da sagen die mir Ähnliches, nämlich es ist nicht so leicht, für ein Bürgermeisteramt zu kandidieren. Da spielt sich vieles am Abend ab. Nicht? Du hast viele Abendveranstaltungen, viele Wochenendtermine, musst du sagen, bist auch viel in deiner Freizeit, in deinem politischen Amt unterwegs. Und das ist nicht so leicht mit der Familie zu vereinbaren. Und daher gibt es so viel mehr Bürgermeister als Bürgermeisterinnen. Also das würde ein Beispiel für diese These. Ja. Also wir haben schon vor der Krise gesehen, dass einfach Arbeitstage von Frauen deutlich länger sind als die von Männern, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammennimmt. Und dann kann sich das nicht ausgehen, dass man dann auch noch eben netzwerkt, sich politisch engagiert. Also das ist definitiv ein Faktor und das hat sich jetzt noch einmal verschärft tatsächlich. Was können wir dagegen tun? Die Männer in die Pflicht nehmen zum einen und eben doch, also das, den Widerspruch muss ich noch anbringen, die Politik, die nicht ins Private rein darf, also ich denke mir, die Politik macht das auf so vielen Ebenen und seit ich Mutter bin und den Mutter-Kind-Pass zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, habe ich gemerkt, wie viel sich die Politik eigentlich ins Private einmischt. Wir öffnen die Unternehmen für die Kinder, für die Mädels, die Girls Days, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, um gerade den spannenden Bereich der Naturwissenschaften und Technik kennenzulernen. Und zwar nicht sozusagen auf traditionelle Art, wo es einem manchmal schwerfällt, den Zugang zu schaffen, sondern einfach spannend ausgehend von verschiedenen Erscheinungen zu erklären, warum etwas so funktioniert oder anders. Oder selber tun zum Beispiel. Wir machen beim Girls Day, lassen wir die Mädels löten zum Beispiel. Und also einfach auch sehr viel handwerklich, um die Begeisterung dahingehend auch zu stärken und damit genau andere hochattraktive Karrierechancen aufzuzeigen. Überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden, sollten Frauen sein. Und wenn jemand sich engagieren will, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eben die Demokratie irgendwie mitzugestalten. Also im, weiß ich nicht, im Gemeinderat sein, im Pfarrgemeinderat sein. Oder nicht? Dann gibt es natürlich auch zivilgesellschaftliche Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Wir haben ganz tolle Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen, ganz tolle Netzwerke. Wir haben in fast 90% aller Bezirke eine Frauen- und Mädchenberatungseinrichtung. Das sind auch immer ganz tolle Schnittstellen, die wissen, wo Hilfe benötigt wird, wo man sich frauenpolitisch engagieren kann. Also da geht mir das Herz auf, wenn jemand da etwas tun möchte, aber sozusagen im Kleinen anzufangen und bei den eigenen Kindern und im Umfeld Mädchen zu bestärken. Also ich denke mir, dass es ganz wichtig ist, also zum einen ist es wichtig, das sichtbar zu machen und drüber zu reden. Das heißt, drüber zu reden auch ebenso, wie sie es macht, nämlich dass wir nicht als Frauen alle die Erzählung fortführen, das geht eh easy peasy und das machen wir einfach nebenbei, sondern dass wir gerade auch zeigen, wie viel Arbeit da notwendig ist und wie viel Arbeit auch notwendig ist, um im eigenen Haushalt Sachen zu verändern. Also weil das ist ja auch Arbeit und Organisation. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig und das ist auch aus meiner Perspektive immer hilfreich, wenn Frauen das hören, dass das nicht an ihnen alleine liegt. Ja, also dass es nicht ihr eigenes Problem ist, sondern dass es ein strukturelles Problem ist, dass ganz, ganz viele Frauen davon betroffen sind. Und dass man deshalb auch politische Lösungen suchen muss bzw. fordern kann und nicht sich das alles nehmen muss und sagen muss, okay gut, ich muss das in meinem eigenen Haushalt aushandeln, wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass ich einen Vollzeitjob haben kann, dass mein Partner im naturwissenschaftlichen Bereich 60 Stunden arbeiten muss. Also das sind die Rahmenbedingungen nicht so, dass ich mir das leicht im eigenen Haushalt aushandeln kann. Ich glaube, da müssen wir auch immer wieder hinschauen und sagen, okay, das ist die eine persönliche Geschichte, aber die andere Sache ist, ganz, ganz viele Frauen haben so eine persönliche Geschichte. Wir haben jetzt konkret gerade im neuen Budget jetzt noch einmal den Familienhärtefonds aufgestockt, ordentlich aufgestockt, verlängern sozusagen auch die Periode, damit Familien und natürlich auch alleinerziehende Mütter oder Väter, die von der Corona-Krise getroffen wurden, dass die sozusagen mehr soziale Unterstützung bekommen. Ja? Dann hoffe ich natürlich sehr, dass der Kinderbonus auch diesen Müttern geholfen hat, ja?
Wir haben ja den Kinderbonus im September ausgezahlt. Also da ist sozusagen bares Geld bei den Familien auch angekommen. Das war uns auch wichtig, dass wir da die Familien unterstützen. Also sozusagen auf der einen Seite mal finanzielle Unterstützung und dann merke ich aber, also das Schwierigste für die vor allem alleinerziehenden Mütter war, wie die Schulen geschlossen haben. Also ist, der Hausverstand sagt dann, dass das einfach schwierig ist, weil die Schulen sind geschlossen, aber dann haben wir viele Frauen, die in systemrelevanten Branchen tätig sind, also sprich im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind. Wie kann man gleichzeitig seinem Beruf nachgehen und gleichzeitig zu Hause beim Kind sein? Wenn man sich sozusagen in der Familie nur irgendwie aufteilen kann, geht sich das vielleicht, aber war auch schon wahnsinnig schwierig, aber da ist es sozusagen eine faktische Unmöglichkeit. Daher war es mir immer wichtig, dass die Schulen grundsätzlich offen halten, auch wenn, also dass nur der Unterricht ausgesetzt wird. Und ich bin da mit Bildungsminister Fassmann absolut einer Meinung, dass Schulschließungen einfach für die Zukunft keine Option mehr sind, sondern dass, wenn es Corona-Fälle in Klassen gibt, dass die wirklich nur so punktuell die Schließungen, das Aussetzen des Unterrichtes und so kurzfristig wie möglich sind. Wir haben einen super Bürgerservice. Also wenn einmal sozusagen bei Fragen aller Art, bitte einfach auf die Homepage des Kanzleramtes gehen und unser Bürgerservice schreiben. Ich habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch persönlich getroffen letztens. Die waren während der Corona-Krise, die so viel unterstützt, auch im Frauenbereich. Und die leiten gerne auch die Anliegen weiter an die zuständigen Ressorts. Und ansonsten findet man auch wirklich gute Q&As auf unserer Homepage, auf der Homepage des Familienministeriums, der Arbeitsministerin. Also ich denke, wir haben ein richtig schönes Vorbildland und das ist Island. Wenn wir nach Island schauen und uns anschauen, was da in den letzten 10 Jahren, vor allem seit der Finanzkrise, die sind sehr stark getroffen gewesen von der Wirtschafts- und Finanzkrise, was da passiert ist, was da an politischen Entscheidungen losgetreten wurde, war enorm. Und da beginnen wir tatsächlich bei einer geschlechtergerechten Bildung, da beginnen wir bei naturwissenschaftlicher Bildung für die Mädchen, hören aber nicht auf, sondern machen auch wirklich geschlechtersensible Bildung. Also wie geht das? Entschuldigung. Wie in den Schulen. In den Schulen machen sie tatsächlich, haben sie tatsächlich auch ein Unterrichtsfach, in dem es darum geht, Rollen zu durchdenken, Rollen zu überarbeiten. Ja. Also das, ja, wirklich bis eigenes in die Schulen. Fach. In eigenes Fach. Ja. Sie fangen aber schon früher an, weil sie haben tatsächlich ein verpflichtend geteiltes Karenzsystem. Das heißt, in Island ist es so, dass das Karenzsystem gedrittelt ist. Das heißt, für Paarhaushalte, wenn es Alleinerzieherinnen gibt, dann ist das sowieso immer außen vor. Aber im Endeffekt ist es gedrittelt. Das heißt, einen Teil übernimmt die Mutter, einen Teil übernimmt der Vater und den dritten Teil können sie sich aussuchen. In Island sind 90% aller Väter in Karenz gewesen oder sind in Karenz. Bei uns gesellschaftliches Rollenbild, das ist einfach extrem traditionell. Ich merke das dann immer bei meinen weiblichen Führungskräften, die nicht in Österreich groß geworden sind. Mhm. Die, also was die uns zurückspiegeln, ja? Also wenn jemand bei uns ein Kind kriegt und jetzt wirklich etwas zugespitzt formuliert, als ob das eine chronische Erkrankung wäre, tun wir. Mhm. Ja? Und weibliche Führungskräfte bei uns, weiß ich, aus den Balkanländern, aus Kroatien oder so, oder aus den früheren osteuropäischen Ländern, dort ist das komplett anders. Und wie kriegen wir das gedreht? Ja, ich glaube, bitte unter Ihrer Führung eine öffentliche Kampagne, zeig mal andere Rollenbeispiele aus Naturwissenschaften, Technik, aus der Wirtschaft, aus vielen nicht traditionellen Bereichen. Mhm. Also im Sinne von Mut machen, ja, mal natürlich, was anderes anschauen, natürlich, ausprobieren. Natürlich, genau. Und ich glaube, das ist extrem kraftvoll. Und wir haben ja die Frauen und auch die Männer. Aktuell großer Schwerpunkt, Frauen wieder in Jobs zu bekommen. Wir haben eine Arbeitsmarktstiftung eingerichtet, 700 Millionen Euro mit einem Frauenschwerpunkt. Und was will ich gemeinsam mit der Arbeitsministerin in dieser Arbeitsstiftung? Wir wollen Frauen, die jetzt arbeitslos sind, in einer schlechter bezahlteren Branche war, aufschulen, umqualifizieren, weiterbilden, damit sie in einen besser bezahlten Job kommen. Also ist auch irgendwie eine Chance. Ja? Ich will überhaupt die Rekordarbeitslosigkeit, kann man mit keinem Satz auch nur schön reden, aber wir versuchen die Chancen zu sehen, vor allem für den Kann man sich da auch technisch ausbilden lassen? Richtig. Also die Strategie, und das ist sozusagen auch die langfristige Strategie, muss es sein,
dass Frauen in die Zukunftsbranchen kommen, in den Digitalisierungsbereich, in den technischen Bereich, in die klassischen MINT-Berufe. Mir geht es wirklich darum, dass Frauen selbstbestimmt eine Entscheidung treffen können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Mit Kinder, ohne Kinder, in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder vielleicht aber auch eine gewisse Zeit zu Hause in der Kindererziehung. Ich möchte auch noch sagen, ich glaube, das ist heute noch nicht gefallen, ist mir aber wichtig, es gibt viele Frauen, so sehe ich es auch in den Regionen, im ländlichen Raum, die sagen, ich bin gerade Mutter geworden und ich möchte gerne einfach eine gewisse Zeit mit meinem Kind verbringen. Und ich möchte auch trotzdem diesen Frauen, also nicht trotzdem, sondern ich möchte diesen Frauen eine Wertschätzung aussprechen. Ja? Meine Mutter war bei mir und meiner Schwester auch längere Zeit zu Hause und die sagt immer zu mir, bitte Kind, vermittle mir nicht den Eindruck, als hätte ich nichts geleistet für die Gesellschaft. Ich danke auch Unternehmen wie Unternehmerinnen, auch wie Sie das sind, die dazu beitragen, dass der Gedanke gestärkt wird, dass Gleichberechtigung kein Selbstzweck ist, sondern dass ein Unternehmen davon profitiert, wenn es weibliche Führungskräfte hat. Um echte Selbstbestimmung zu ermöglichen, brauchen wir die Kinderbetreuung. Also es ist einfach ein Faktum. Wir brauchen die Möglichkeiten für die Frauen, vor allem im ländlichen Raum. Flächendeckende Kinderbetreuung. Natürlich, natürlich. Also damit sie eine Frau genau selbst... Genau, in den Regionen ist ja das oft der Punkt. Richtig. In urbanen Bereichen, in Wien ist es anders und richtig. Einfacher. Ich will noch einmal drauf herumreiten am privaten Bereich. Ich denke mir, dass wir, wenn wir in privaten Bereichen nicht schaffen, Gleichstellung herzustellen, wir an einer Illusion von Gleichstellung hängen bleiben. Ich denke mir, dass es ganz wesentlich ist, eben wertzuschätzen, dass Frauen Mütter sind und gerne substanziell Mütter sein wollen, genauso wie Väter. Nur dann müssen wir das System ändern. Dann können wir Was nicht, müssen wir machen? Oh, wir können nicht ein Pensionssystem und ein Versicherungssystem an Erwerbsarbeit knüpfen, wenn wir auch Nicht-Erwerbsarbeit ermöglichen wollen. Und ich denke mir, dass die erste und wesentlichste Möglichkeit, Maßnahme wäre, Arbeitszeit zu verkürzen, weil dann könnten wir alle ein bisschen mehr Zeit mit unseren Familien oder auch mit sonst was politischer, ehrenamtlicher, eine freiwilliger Arbeitszeitverkürzung. Generelle bei vollem Lohnausgleich. Halt der Pflegebereich wird ein immer größerer. Also dort, wo wir bei den Kinderbetreuungsplätzen heute noch reden, bei der Pflege sind wir noch viel weiter entfernt. Und das ist ein immer größerer Bereich, der die Familie natürlich auch ganz besonders trifft. Und damit auch wieder die Vereinbarungen, wer ist wofür verantwortlich. Also die Pflege schlägt umso mehr zu, die ist umso relevanter. Ja. So. Und deswegen ist es so wichtig, gerade bei der Pflege, dass es hier auch Konzepte gibt. Ich weiß, da ist vieles in der Mache, aber nur um ein Beispiel zu geben. Der Gesundheitsminister sagt, wir brauchen wie viel 100.000 Leute in der Betreuung und Pflege. Das glaube ich sofort. Ich glaube, das ist sogar noch untertrieben. Und gleichzeitig, wenn man schaut, bei den Ausbildungsplätzen, jetzt nehme ich es aus dem Beispiel Kärnten, die Fachhochschule Kärnten, wir haben für manche Pflegeberufe über 900 Anmeldungen und wir haben 30 oder 40 Plätze. Das heißt, wir haben diesen massiven Mismatch, der läuft aber programmierbar. Das kann man ausrechnen, wie lang dauert eine Ausbildung, wann brauchen wir die Pflegekräfte und die Abhängigkeit von zigtausenden Leuten aus anderen Ländern ist ja eigentlich auch ziemlich unbefriedigend. Also da brauchen wir eine vernünftige Planung, weil die Ausbildung, das ist absehbar, wie lange das braucht. Wir haben Gott sei Dank Leute im Land, die in diese Richtung sich ausbilden lassen wollen und wir haben den Bedarf. Und der zweite Punkt, über den haben wir heute noch am Rande gesprochen, Ausbildung und Digitalisierung. Wir reden dabei meistens nur, und auch da jetzt wieder sehr verkürzt, über irgendwelche Endgeräte und übers WLAN und alles. Und alles gut, brauchen wir alles, aber der wirkliche disruptive Veränderungsfaktor ist, wenn wir die Digitalisierung in den Inhalten haben, nicht nur in der Form, sondern in den Inhalten. Also diejenigen, Geschäftsmodell, aber vor allem diejenigen Ausbildungspfade, wo wir sehen, wir können die Leute schlechter dafür begeistern. Also Technik zum Beispiel wieder, die Gamification zum Beispiel. Da gibt es unglaubliche internationale Beispiele, wo man extrem erfolgreich ist, die jungen Leute zu begeistern für Zukunftsbranchen durch
Methoden der Digitalisierung in der Bildung? Zu guter Letzt, ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich möchte einfach jede Frau auch bestärken, sozusagen sich an frauenpolitischen Prozessen zu beteiligen. Also ich möchte auch ganz bewusst sagen, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Anliegen haben, wenn Sie Beschwerden haben, gern auch einfach an mich ins Bundeskanzleramt schreiben. Bei uns wird das, wir haben da einen sehr breiten Prozess, weil uns auch wichtig ist, dass wir nicht sozusagen im Elfenbeinturm irgendwelche Maßnahmen entwickeln, sondern dass wir wirklich nahe bei den Menschen sind. Für mich nehme ich auch für heute folgende Schwerpunkte mit, nämlich zum einen die Stärkung von Frauen im Sinne der Vorbilder, mehr Mädchen begeistern für technische Berufe, für Zukunftsbranchen, für den Digitalisierungsbereich. Zum Zweiten ist es genau richtig, was Sie sagen, nämlich wir haben nicht nur den Kinderbetreuungsbereich, sondern wir haben die Mehrheit der Frauen, auch die pflegende Angehörige sind. Ich weiß das aus meinem eigenen familiären Umfeld. Meine Schwiegermutter kümmert sich auch um sozusagen ihre Eltern. Das machen einfach Frauen, das sagen uns auch die Zahlen. Mhm. Daher freue ich mich, dass ich auch in der ganzen Pflegereform die frauenpolitische Perspektive einbringen darf und hier stark mitwirken darf, um hier auch gute Maßnahmen für die weiblichen pflegenden Angehörigen zu verankern. Ja, und zum Dritten, wir arbeiten derzeit, das ist vielleicht noch eine Idee zum Schluss oder ein Gedanke zum Schluss, wir arbeiten derzeit daran, dass wir das automatische Pensionssplitting einführen. Etwas, das sehr technisch klingt, aber das mir immer wichtig ist zu vermitteln, weil ich glaube, es ist gesellschaftlich, wird es einen starken Effekt haben, nämlich wenn zwei Menschen sich entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen und der eine Elternteil mehr in der Erwerbsarbeit ist und der eine Elternteil mehr in der Kinderbetreuung tätig ist, dann soll der Elternteil, der mehr arbeitet, jenem Elternteil, der in der Kinderbetreuung tätig ist, auch Pensionsjahre geben. Weil was ich nicht möchte, ist, dass wir Nachteile für Frauen haben, die sozusagen in der Kinderbetreuung sind. Ich möchte gerne, dass man sich das gleichberechtigt aufteilt. Wir wissen, Altersarmut bei Frauen ist ein riesiges Thema. Männer verdienen bekommen ein Vielfaches mehr Pension als Frauen. Und daher werden wir das als Bundesregierung auch umsetzen. Daran arbeiten wir gerade.